Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich halte hier in der Hand 2,5 Kilogramm Zeitgeschichte. Ein wunderbarer Bildband des Starfotografen Alexander Heil mit vielen, vielen eindrucksvollen und bewegenden Bildern. Diese Bilder zeigen Leute, Menschen, angesehene, intelligente Menschen, die gegen die Corona-Politik in diesem Land protestieren. Journalisten, Akademiker, Wissenschaftler, Künstler, Aktivisten, und sie alle gehen auf ihre Weise entweder auf die Straße oder in die Öffentlichkeit und geben ihren Protest oder ihren Unmut oder ihre Kritik über die Corona-Maßnahmen oder einen Teil davon zu Protokoll. Dieses Buch fasst die angesehensten, die Crème de la Crème sozusagen in dieser Bewegung zusammen, und dadurch wird das Buch zu einem Zeitdokument. Also ich habe da schon mehrere Male geblättert, seit ich es hier habe im Haus, und es ist immer wieder schön, da reinzuschauen. Wir wollen mit diesem Bildband Ihre Treue, Ihre Unterstützung belohnen und Danke sagen an alle Förderabonnenten für unser Magazin Politik Spezial, die uns mit einem Förderabo unterstützen. Aber auch alle, und genauso alle, die bisher noch ein anderes Abo haben. Wir haben ja ein dreigestaffeltes System, also wenn Sie ein ermäßigtes oder ein Standardabo haben und jetzt upgegradet werden möchten zum Förderabonnement, zum Förderabonnenten, dann bekommen Sie diesen Bildband auch zugeschickt. Ich gebe Ihnen dann am Ende des Videos genau an, wie das geht. Und natürlich heißen wir sehr gerne auch alle willkommen, die jetzt erst Abonnent werden, weil sie vorher vielleicht nicht auf uns aufmerksam geworden sind. Sie unterstützen, das möchte ich ganz klar sagen an dieser Stelle, mit Ihrem Förderabo nicht nur unser Magazin und die Bewegung insgesamt. Sie helfen uns auch im Kampf gegen Zensur. Sie unterstützen zum Beispiel in diesem Fall auch den Starfotografen Alexander Heil und das Werk, das er hier geschaffen hat. So, jetzt mal zu den Details. Das Buch enthält über 50 Porträts von kritischen Menschen. Ich habe es ja schon angedeutet, die andere Meinungen und Ansichten haben als das, was uns die Medien weismachen wollen und was uns die Regierung präsentiert an Maßnahmen. Das sind über 190 Bilder auf 352 Seiten. Also ein dicker Brocken, ein richtiges fulminantes Zeitdokument. Und in einer Art Vorwort sagt Alexander Heil dort: Danke, dass ihr Gesicht zeigt in einer bewegenden Zeit. Und damit spricht er die Porträtierten an. Das Vorwort ist von Wolfgang Wodarg und er schreibt dort unter anderem: Die Porträts zeigen mutige Menschen, die zu retten versuchen und die dabei gegen den Strom schwimmen müssen. Und an einer anderen Stelle schreibt Herr Wodarg dann: An den Ufern stehen die traurigen, einsamen Alten, die mit Schuldgefühlen eingeschüchterten Kinder, die Vereinzelten vor der Scheinwelt ihrer Bildschirme und die Fleißigen, denen man den Sinn ihrer Werte genommen hat. Und dann nochmal: Die Absurdität und die Zwanghaftigkeit des Mainstreams werden deutlich und der Widerstand wächst. Das ist auch meine Einschätzung. Und genau das bringt auch in der Essenz Alexander Heil mit diesem Bildband auf einen Punkt. Er hat ein zeitkritisches Werk geschaffen. Die Porträtierten, ich kann Ihnen leider nur ein paar Beispiele geben, weil es so viele sind. Und das ist ja ein gutes Zeichen. Zum Beispiel der Facharzt für Mikrobiologie und Virologie, Professor Martin Hadic. Und der sagt zum Beispiel in seinem Statement: Beim Management der Infektionsfälle in Deutschland haben die Entscheidungsträger jedes Augenmaß verloren. Oder der Psychologe Professor Harald Walach: Aus meiner Sicht ist die Panik, die überall gesät wurde, schlimmer als das Virus. Ein Porträt auch über den Kinderarzt Martin Hirte in diesem Bildband. Und dessen Spruch lautet: Der Kern der Demokratie ist der Diskurs. Das muss man sich gleich nochmal vor Augen halten. Der Kern der Demokratie ist der Diskurs. Das ist ein Satz, der muss wie eine Bombe einschlagen in der politischen Kaste und in den Altmedien, wenn sie ihn denn ernst nehmen. Und da habe ich meine Zweifel. Der freie Publizist Dirk Maxheiner wird auch porträtiert in diesem Bildband. Und er fragt ganz philosophisch und völlig zu Recht: Wozu soll das Leben gut sein, wenn man es nicht leben darf? Tja, das ist eine schallende Ohrfeige
für die Corona-Politik, finde ich. Oder der Heidelberger Arzt Dr. Gunther Frank, den habe ich am Montag interviewt zu seinem neuen Buch Der Staatsvirus. Das Interview bringen wir in den nächsten Tagen. Und Gunther Frank sagt in seinem Porträt, in diesem Bildband, westliche Gesellschaften debattieren die großen Zukunftsfragen von Klima bis Einwanderung nur noch rein moralistisch. Auch das ist gut auf den Punkt gebracht. Der Fußball-Weltmeister Thomas Berthold kommt auch in diesem Band vor und er fordert mehr Zivilcourage und kritisiert heftig die Medien, die klassischen Medien. Er sagt an einer Stelle, die mediale Manipulation und das Verhindern der Aufklärung durch die Leitmedien hat zu einer großen Verunsicherung und Spaltung geführt. Ja, porträtiert wird auch der Herausgeber dieses Kanals, Professor Dr. Max Otte. Er sagt an einer Stelle in seinem Porträt, in einer völlig digitalisierten Welt wäre ein selbstbestimmtes menschliches Leben, wie wir es uns vorstellen, nicht mehr möglich. Auch das ist gut auf den Punkt gebracht. Oder Professor Franz Rupert, für dieses wahnhafte Vorhaben werden die zarten Ansätze einer offenen Gesellschaft preisgegeben und zerstört. So, jetzt die Details, die Sie natürlich brennend interessieren, die ich aber auch zusätzlich zu dem, was ich jetzt sage, noch schriftlich unter dieses Video stelle, sodass jeder dann genau Bescheid weiß. Die bestehenden Förderabonnenten, die müssen gar nichts tun. Die bekommen in den nächsten 3 Wochen diesen Bildband im Wert von 42 Euro einfach von uns zugeschickt. Wenn Sie bisher ein Abonnent im Standard-Abo oder im ermäßigten Abo waren, dann schreiben Sie uns bitte eine kurze Mail. Die geht an info@privatinvestor.de und in die Betreffzeile schreiben Sie bitte einfach nur rein, Bildband. Dann wird Ihr Abo angepasst, umgehend auf das Förderabo. Das, was Sie noch als Restguthaben vom bisherigen Abonnement haben, das wird natürlich gut geschrieben mit der neuen Rechnung, die dann kommt. Und dann sind Sie auch Fördermitglied. Oder Sie waren bisher noch gar kein Abonnent, dann tragen Sie sich bitte auf unserer Webseite für die neuen Abonnenten ein. Auch dieser Link steht unter diesem Video und dann müssen Sie gar nichts zusätzlich machen. Sie sind dann auf der Stelle Förderabonnent und bekommen diesen Bildband natürlich auch zugeschickt. Wie gesagt, alle wichtigen Infos auch nochmal schriftlich unter dem Video. Und ich freue mich jetzt schon auf zusätzliche Unterstützung Ihrerseits. Danke schon mal dafür.